Wir wollen uns jetzt nochmal kurz mit dem dynamischen Verhalten von MOSFETs beschäftigen und tatsächlich tritt häufig die Frage auf, wie kann ich abschätzen, wie schnell ein MOSFET ist? Das heißt, wie schnell er schaltet, wie seine Geschwindigkeit ist. Wir haben gesehen, tatsächlich wird die Geschwindigkeit beeinflusst und die Schaltzeit durch die Kapazitäten. Die Parasitären, die der MOSFET hat. Das heißt, diese müssen wir umladen, um ihn ein- und auszuschalten. Will man jetzt auch vergleichen, ob ein MOSFET schneller oder langsamer ist als ein anderer, ist es besser, die Geschwindigkeit bzw. Schaltzeiten anhand der Gate-Ladekurve zu vergleichen. Und die wollen wir uns angucken. Das heißt, das ist ein Diagramm, was wir typischerweise im Datenblatt eines MOSFETs finden. Das heißt, üblicherweise ist dort die Gate-Source-Spannung UGS aufgetragen über der Gate-Ladung. Die Gate-Ladung ist die Ladungsmenge, die wir auf die Eingangskapazitäten bringen müssen. Das heißt tatsächlich, um dieses Diagramm zu ermitteln, misst man das Schaltverhalten eines MOSFETs, indem man eine Konstantstromquelle nutzt, um den MOSFET einzuschalten. Das heißt, wir haben dann hier sozusagen unseren MOSFET, den wir zum Beispiel einschalten wollen, haben eine Stromquelle. Diese liefert einen konstanten Gate-Strom und man misst dann an dieser Stelle die Spannung zwischen Gate und Source, den zeitlichen Spannungsverlauf zwischen Gate und Source, der durch diese Stromquelle eingeprägt wird. Hier oben dran wäre jetzt wieder zum Beispiel unsere induktiv geklemmte Last. Und wenn man diesen Verlauf misst, dann kriegen wir was raus, was bekannt ist. Das heißt, typischerweise im Datenblatt sehen Sie es auch so, würden wir so einen Verlauf kriegen. Zunächst steigt das linear an, danach haben wir auch dort dieses Miller-Plateau. Und dann steigt dort die Spannung wieder linear an, wobei das davon abhängt, welche an dieser Stelle welche Drain-Source-Spannung wir haben. Das heißt typischerweise diese zweite Größe hier, dieses zweite Diagramm wäre für eine kleinere Drain-Source-Spannung. Das hier wäre für eine größere Drain-Source-Spannung, weil wir einfach mehr Ladung dann auf diese Miller-Kapazität draufbringen müssen. Das wäre also der Verlauf, den man dort messen würde. Das heißt typischerweise hier die Spannung in Volt angegeben. Zum Beispiel könnte man da haben 3 Volt, vielleicht hier oben dann 10 Volt. Und dann hätten wir hier Ladungsmengen angegeben für die Gate-Ladung. Hier zum Beispiel 1 Nanocoulomb. An dieser Stelle vielleicht 5 Nanocoulomb oder so, und dann könnte man abschätzen, okay, wie viel Ladung muss ich auf das Gate draufbringen, um den MOSFET einzuschalten. Tatsächlich, da wir mit einer Konstantstromquelle laden, ist das eigentlich nichts anderes als dieser typische Ladevorgang. Aber aus der Konstantstromquelle raus kriegen wir nicht diese E-Funktionen, sondern beim Laden der Kapazitäten einen linearen Verlauf. Und ganz vereinfacht kann man sagen, ein MOSFET ist dann schneller, falls seine Gate-Ladung kleiner ist. Das heißt, vergleichen wir unterschiedliche MOSFETs mit ähnlichen Parametern, ähnlicher Sperrspannung, ähnlicher Stromtragfähigkeit, dann wird der schneller sein, der die kleinere Gate-Ladung hat. Und tatsächlich sollte man jetzt zum Vergleich der Schaltzeiten die Gate-Ladung benutzen, QG. Und nicht irgendwelche angegebenen Schaltzeiten oder die Kapazitäten. Das heißt, QG sollte als Vergleichsgröße für die Schaltzeiten genutzt werden. Nicht die Kapazitäten. Warum nicht die Kapazitäten? Weil tatsächlich die Kapazitäten, die Gate-Drain-Kapazität und die Gate-Source-Kapazität ja nicht linear sind. Das heißt, tatsächlich müssten wir dann dieses Diagramm im Datenblatt angucken, wo die über der Spannung aufgetragen sind. Das kann man schwer vergleichen. Was man auch nicht machen sollte, ist Schaltzeiten im Datenblatt, die der Hersteller angibt, zu vergleichen, weil diese können beeinflusst werden durch eine Wahl eines Vorwiderstands oder einer Spannung, die man dort hat. Das heißt, die sind nicht direkt zwischen unterschiedlichen Herstellern vergleichbar. Die Gate-Ladung ist aber sozusagen ein Parameter, der unabhängig davon ist, wie das angesteuert wird, weil einfach die Messung gleich ist.